Alan Wake's American Nightmare. Hallo, willkommen zurück. Ich bin Bofrost und ich freue mich schon tierisch auf dieses Spiel. American Nightmare. Alan Wake war schon ziemlich geil. Und okay, es ist zwar kein zweiter Teil, aber in Ordnung. Hauen wir mal rein. Eine Sache noch. Die deutsche Sprachausgabe wurde gestrichen in diesem Add-on. Also habe ich die Schrift auch auf Englisch gestellt, weil ich hasse es, Englisch zu hören und Deutsch gleichzeitig zu reden. Das ist absolut nicht schön. Also gut, fangen wir mal an. Mit einer neuen Story und normal. Irgendwo in Arizona. Ha! The Old Gods of Asgard, Mann. Wollen sie wieder? Barry! He is chasing a dangerous quarry, the Herald of Darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. I'll catch you eventually! Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. Wie geil ist denn diese Live-Action, Mann? The man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. So geil. Ja, sicherlich. Ich benutze die Pfeiltaste zum Laufen. Was ist WASD gemeint? Na ja, egal. Ja, meine Maus, Mann. Ja, erst ist ein neues Headset dran. Tut mir leid, Leute. Aber erst muss ein neues Headset her. So. Ich hab die Flashlight. Ach, da ist es ja. Hopp. Und ui, da haben wir's. Okay, jetzt nervt's langsam. Okay. Alles klar. Ich lauf mal weiter. Oh. Och, da fängt schon an. Ach genau, die Sounds. Warte mal kurz. Die Sounds. Cinematic Volume war mir etwas hoch. Effekte könnten ruhig etwas lauter sein. So. Ich glaube, so ist es besser. Ja. Kennen wir ja noch. Blubber. Was blubbert da so? Irgendeine eklige Brühe. Neun Millimeter. Ui. Erster Gegner. Bam. It's gonna be like that again, huh?
Jetzt werde ich noch angeschrieben. Was ist das denn für einer? Oh, hoffentlich ist der Dicke nicht genauso dick wie der Dicke aus Alan Wake. Oh nee, der ist ein bisschen leichter. Wow. Nee, er ist ein bisschen leichter. So. Ich werde Dings. Ich nehme jetzt eh nur kurz auf, damit mal schnell ein Video hochkommt. Und danach werde ich mal meine USB-Sounds ausstellen, damit die Maus nicht die ganze Zeit nervt. Wenn sie sich reconnectet. So. In another life, the man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. Pages? Ich bin wohl in meiner eigenen hier Night Springs Episode gefangen. Ach, da ist das erste Manuskript. F5 wieder. Ab geht's. Alan Wake, the writer. My name is Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled with it. A short story here, an article there. Then I got lucky and spent a year as a staff writer on the Night Springs TV show. It wasn't a great American novel of my fantasies, but it taught me discipline and craft, and the difference between wanting to be a writer and actually writing. Ja, da lernt man sicherlich einiges. So. Was ist hier los? Gibt's hier wieder versteckte Kisten? Nein. Nein. Krabbel doch nicht. Ach, dann halt nicht. Dann halt nicht. Die Grafik ist etwas besser geworden, kann das sein? The lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. Soll ich rechts oder links rumgehen? Explore the motel, ja. Aber welche Richtung soll ich gehen? Somewhere within the earth, space itself has been pierced, and from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. This is madness. Ja, da komme ich doch gerade her. Das Spiel sagt mir jetzt auch nicht wirklich, dass ich wegrennen soll. Wo renne ich denn? Ach, na. Ich renne nicht gerne auf Shift, muss ich auch noch ändern. Well lit. This safe haven formed by a bright light heals you. Ich weiß. To the motel. Da ist was. Es blinkt. Es blinkt, das ist gut. Oh. So hinten ist sie aber nicht unbedingt gewesen. Oh. Ach, 3 Manuskriptseiten brauche ich. Ah. Hello. Achievement. Ich will Manuskripte haben. Hä? Ich höre da Musik. Ich will Manuskriptseiten haben. Ich will diese Kiste öffnen. Da hinten blinkt irgendwas ganz verführerisch. Bestimmt eine Episode von Night Springs. Oh hell, this isn't gonna be good. Is this on?
How can you tell? Das rote Licht. I'm sorry, I'm not very good with gadgets. Hm. Besser. That's more like it. I'll be right with you. I just gotta do this one thing. I like it quiet. Tja. I bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. Hmm. This poor slob's just collateral damage, really. I mean, made some information out of him earlier. But this part? This is just for kicks. Hey. Der ist echt skrupelloser Typ. So quiet. Ich habe schon lange keine echten Filmszenen mehr in Spielen gesehen. Das ist super. Da ist ein Manuskript. Brauche ich nur noch eins. Oh, so weit hinten. I know that when I arrive, the clarity of vision I have now may disappear. I've made my plans. I've prepared for this. But I know the transition from the dark place will be hard on me. And not just physically. It may affect my mind, my memory. These pages should help me remember and focus. That's worked for me before. Even if that fails, I think I will be able to trust my instincts. I'm navigating my own story. I'm hoping I'll know where to go and what to do, even if the details elude me. So. Ein Manuskript noch. Das blinkt doch, oder? Was ist das denn? Oh, Flares.